So, damit herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP 1 oder 1. Gerade eben habe ich schon mal die ersten zwei Runden gespielt und bei der dritten bin ich dann auf eine Taste gekommen, weil das Spiel abgestürzt ist. Deswegen kenne ich jetzt schon die einzelnen Strecken. Deswegen werde ich jetzt nach jeder Runde speichern. Oder? Ich weiß es nicht. Naja. Also falls sich jemand wundert, warum ich die Strecken schon so ein bisschen gut kann. Es liegt daran, dass ich das gerade schon mal gespielt habe. So, dann geht es wieder hier um die Kurve. Dann hier. Okay, das war jetzt natürlich nicht gut, aber... Ich weiß auch nicht, in welcher Folge ich das gesagt habe, dass man geschützt ist, wenn man driftet. Aber auf jeden Fall ist das so. So, bin ich auf jeden Fall jetzt wieder Erster. Hot. Übrigens, wenn man viele Münzen hat, wird man auch schneller. Das habe ich jetzt zu 100% im Gefühl, dass das so ist. Ja, 100% im Gefühl, aber naja. Ich bin mir schon recht sicher, dass es so ist. Ich fand die zweite Strecke ein bisschen besser. Die hier fand ich jetzt eher nicht so gut. Ist natürlich auch gut, aber naja. Ist da gerade ziemlich oft. Aber naja, ich hab mir das abgewöhnt. Zack. Hoffentlich kann ich die Münzen mitnehmen. Nee. Aber die waren mir zu weit außen, sonst wäre ich noch aus der Kurve gerutscht. Zack, und im Ziel. Mache ich natürlich sofort weiter. Awesome Player hatte ich vorhin schon. Und dann mit Runde 2. Geh weg, Wario. Oder da hat man jetzt sogar leicht gesehen, wie er reingefahren ist. Jedenfalls ist das die Strecke, die ich besser fand. Besonders weil es hier ein paar Abkürzungen gibt oder zumindest was ähnliches. Ich habe es gerade versucht zu nehmen, aber bin runtergefallen. Vielleicht kann ich es jetzt nehmen. Yep. Ziemlich gut sogar. Ah, Mist. Oh, gar nichts bekommen. Aber ich habe auch nicht gedriftet. Als ich das letzte Mal das aufgenommen habe, bin ich da ziemlich aus der Kurve geflogen. Weil ich da auch nicht gedriftet hatte. Das Ziel geht halt echt dumm, weil man mit dem man lenkt, auch zielen muss. Das geht null eigentlich. Kann man einfach nur mal drauf drücken und hoffen, dass man Glück hatte. Ah, leider nur eine Münze bekommen. Die sind ja ziemlich wichtig. Zack, nochmal kurz gedriftet, damit ich da auch rumkomme. Und wieder ein Tornado. Sorry, aber der Tornado ist mit das schlechteste Item im Spiel. Zumindest für mich, weil ich damit null umgehen kann.
Letztes Mal ist Bowser auch mitgefahren, diesmal anscheinend nicht. Zumindest sehe ich ihn gerade nicht da unten. Kann auch nicht so gut hingucken, weil ich mich gerade ziemlich konzentrieren muss, aber. Zack. Zack. Das sah gerade ziemlich gut aus. Und hier. Diesmal sogar eine Münze bekommen und bam. Erster. Und ab jetzt ist es wieder. Okay, noch nicht ganz ab jetzt. Yes. Ab jetzt ist es gleich wieder blind, sage ich mal. Ist ja dieselbe Strecke an sich. Und zwar ist es ab jetzt blind. Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen. Jetzt ist gerade Advanced Adventure Folge 12 rausgekommen. Ja. Ich produziere ziemlich stark vor. Weil ich einen sehr schlechten Upload habe. Und, oh, da habe ich den sogar bekommen. Aber ich habe wirklich einen sehr schlechten Upload und deswegen produziere ich da lieber vor. Und ich habe ihn. Bei den Pokémon Advanced Adventure Folgen sieht man das auch, dass ich die Bitrate so niedrig habe. Besonders in der Wüste. Aber bei Pokémon braucht man nicht, wirklich nicht so eine hohe Bitrate. Ist nicht gut. Zum Beispiel muss ich das schon wieder mit einer viel höheren machen. Vielleicht 10.000. Ich denke 10.000 würde hier passen, aber darum geht's ja auch nicht. Auf jeden Fall sieht man hier Kamek. Oder Kamek. Ah, Mist. Und hier Donkey Kong oder wer auch immer das ist. Hat gerade diesen Metallpilz gehabt, den hatte ich ja bisher noch nie. Ich möchte jetzt hier nicht letzter werden, danke. Bisher war ich nicht einmal schlechter als erster, das müsste ich bitte beibehalten. Böse. Ich brauche ein paar Münzen, sonst wird das hier nichts. Was hat Kamek da eigentlich angestellt? Besonders hier ist es ziemlich eng. Durch seine Zaubertricks. Wenn es alles gut läuft, müsste ich Erster werden. Und das war's. Mit der Strecke, Bowser's Castle. Invisible Mushroom. Hab ich gerade bekommen. Hoffentlich wird er jetzt auch mal eingesetzt. Und es ist wieder dieselbe Strecke wie bei Runde 2. Wahrscheinlich wieder mit Kamek. Yep, man sieht ihn schon im Hintergrund. Zack. Durch den Turbostart holt man schon ziemlich auf. Aber ich finde es schade, dass Bowser diesmal nicht dabei ist. Das passt ja irgendwie eher weniger, wenn er nicht mal da hier dabei ist. Aber Shy Guy oder wer auch immer das davon ist, dieses Monster bei Pac-Man, müsste das sein. Sieht von hinten jetzt aus wie Shy Guy, aber der ist ja hier nicht mal dabei. Ja, es ist dieses Pac-Man-Monster, ich weiß aber ernsthaft nicht, wie das heißt. Ich habe Pac-Man noch nie gespielt, irgendwie. Ach, da ist er. Der ist Kamek.
Oh, was mache ich denn da? Und da bringt mir meine Abkürzung aber ziemlich viel. Hier wiederum. Ah. Ah, na toll. Die Abkürzung nehmen, holen natürlich total auf hier an der Stelle. Und das bin eigentlich nur ich. Deswegen gute Idee, Kamek. Na komm, geh mal weg. Komm, gib mir schön viele Münzen. Ich habe nur 5 Stück. Aber mich rammt hier auch jede Sekunde jemand. Oh, da habe ich gerade die Abkürzung nicht nehmen können. Zack. Ah, zum Glück. Wenn ich das nicht geschafft hätte gerade, wäre ich safe. Nicht mehr Erster geworden. Ja! Ich war einfach übelst am Zittern. Was war das denn gerade? Richtig knapp einfach. Jump to evade the flames, destroy poles with missile. Okay. Ach, ich muss diese Dinger da unten zerstören. Das kann natürlich was werden. Ich check das nicht. Ich kann nicht springen. Komm schon. Bitte. Man kann das nicht verlieren. Wenn man schnell A drückt, kann man das nicht verlieren. Strong Items, cool. Man kann es vor und zurückschießen, das ist gut. Das ist gut. Yes. Aber das war's jetzt mit der Folge. Als nächstes gibt's hier einen Rainbow Cup. Okay. Wir speichern, bevor hier irgendwas passiert. So, das war's. Nächstes Mal gibt's einen Rainbow Cup und dann tschüss.